Hallöchen, meine Lieben, mich hat gerade ein Hilferuf erreicht. Ja, mir sind auch die Tränen gekommen, weil, ja, ich habe versucht, mich selbst in die Situation rein zu verdenken. Also guckt euch das Video an und ich bitte euch da draußen, bitte helft. Einer für alle, alle für einen. Liebe Grüße gehen aus Chemnitz von eurem Harry Hirsch nach Weimar. Heute stehe ich hier und möchte euch um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten für eine Familie, die fast jeder von euch kennt. Das bekannteste Gesicht dieser Familie ist wahrscheinlich unsere kleine Trommlerin Svenja. Dazu gehören ihre Mama Franzi, die so gut wie keinen Montag hier versäumt, die immer ihre Hilfe anbietet, sei es bei den Flyern, beim Schilderbasteln oder sonst wo. Dazu gehört Svenjas Bruder Lukas, der auch des Öfteren hier zu sehen ist. Und ihr Papa Sven, der trotz seines schlimmen Krankheitsverlaufes sich montags noch mit Krücken hierher quält, um dann wenigstens im Auto sitzend dabei zu sein. Das Leben der vier. Das Leben der vier liest sich seit 2005 wie ein schlechter Roman, geprägt von Tiefschlägen, Hoffnungen und wenigen schönen Momenten. Sven hat Multiple Sklerose. Die erste Diagnose bekam er 2005. Seither hat er immer wieder Schübe, die ihn weit nach hinten werfen und immer wieder Verschlechterungen mit sich bringen. 2012 gab es dann einen der schönen Tage in seinem Leben. Seine Franzi gab ihm das Ja-Wort. Doch immer gehen diese schönen Momente mit dieser, um es mit Svenjas Worten zu sagen, Arschlochkrankheit einher. Schon bald folgte ein weiterer Rückschlag. Bei Franzi wurde ein Hirntumor festgestellt, der sich nicht entfernen lässt, durch den sie permanent Kopfschmerzen hat. Trotz dessen geht Franzi 6 Tage die Woche arbeiten, um ihre kleine Familie über die Runden zu bringen. Im März. Im März 2022 bekam Sven die nächste Hiobsbotschaft. Im Rahmen einer jährlichen Untersuchung wurde bei ihm chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert. Und um dies zu behandeln, forderten die Ärzte von ihm, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Entgegen seiner Überzeugung ließ er sich diese Brühe spritzen. Schließlich ist er Vater und will noch einige Zeit mit seiner Familie verbringen. Nach der Impfung erfolgte die Diagnose, dass die MS von schubförmig in schleichende MS übergegangen ist. Es ist also weitaus schlimmer geworden. Ob das an der Impfung lag oder nicht, kann man nur spekulieren. Fakt ist, dass es so ist und dass diese Familie damit leben muss, dass sie ihren Alltag bewältigen und ihren Lebensunterhalt bestreiten muss. Jetzt, 2024, gibt es plötzlich einen Lichtblick. Es gibt Hoffnung für die Familie. Die Firma Molly Sweet aus Leipzig hat einen Anzug entwickelt, mit dem kann Sven tatsächlich auf den Rollstuhl verzichten. Er kann damit laufen und sogar problemlos Treppen steigen. Er könnte damit der kleinen Svenja ihre Wünsche erfüllen, wie zum Beispiel mit ihr ins Kino gehen oder das Schwimmbad besuchen. Er könnte wieder mit seiner Tochter spielen. Dieser Anzug wurde speziell für Sven angefertigt. Wenn er ihn anzieht, läuft er aufrechter und stolzer als wir alle. Ich habe das gesehen. Jetzt kommt das Aber. Das muss ja kommen in einem Land, in dem für alle und alles Geld da ist, nur nicht für das eigene Volk. Die Kostenübernahme wurde von der Krankenversicherung abgelehnt, weil dieser Anzug nicht im Hilfsmittelkatalog aufgenommen wurde. Unser Land hat ein Abkommen mit der Türkei und 4 weiteren Staaten. Dieses besagt, wenn einer ihrer Landsleute hier arbeitet, dann zahlen unsere Krankenkassen alle Behandlungskosten seiner Angehörigen, auch derer, die nicht in Deutschland leben. Unsere Krankenkassen zahlen Milliarden für Behandlungen ins Ausland, für Menschen, die Deutschland noch nicht einmal gesehen haben. Aber für Menschen, die hier arbeiten und leben, kommt diese Kostenübernahme nicht in Frage. Es kotzt mich an, es kotzt mich einfach nur an, wenn ich so etwas sehe oder höre. Diese kleine Familie ist eine von uns. Ich habe Franzi gesagt und ich habe es der kleinen Svenja versprochen.
Egal, was die Krankenkasse sagt oder bezahlt, wir bekommen das hin. Dein Papa bekommt diesen Anzug. Dein Papa wird wieder mit dir spielen. Und dein Papa wird wieder mit dir ins Kino gehen. Wenn es je einen Grund gab, hier zusammenzustehen, zusammenzuhalten und füreinander da zu sein, ist so etwas hier wohl der wichtigste Grund. Dieser Anzug kostet 9.000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Aber für diese Familie ist er jeden Cent wert.